der nächsten Woche, wer den neuen Veranstaltungsplan heruntergeladen hat, wird das gesehen haben, werden zur Vorlesungszeit nach Absprache mit den Tutorinnen Arbeitsgruppen oder Tutorien stattfinden. Und wir starten dann erneut im neuen Jahr. Es gab einige überraschte Gesichter, die haben möglicherweise noch den alten Veranstaltungsplan gehabt. Dafür haben wir in der letzten Woche uns hier getroffen. Vielleicht haben das dann einige übersehen. Gut, in der heutigen Sitzung geht es um einige Grundfragen, Herausforderungen, im Kern um Grundbegriffe, nicht alle, aber einige, von denen ich meine, dass sie gegenwärtig eine besondere Relevanz haben. Grundbegriffe in der sozialen Arbeit, Kernfragen, die damit verbunden werden und sich in Begriffen dann fokussieren, das ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung. Nicht, weil es nur schwierig ist, sich überhaupt mit Begriffen und darüber jeweils aufgerufenen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Die Konfrontation mit entsprechenden Begriffen beginnt schon da, wo es notwendig ist, zu definieren und zu bestimmen, mit welchen Begriffen Mann, Frau sich überhaupt auseinandersetzen soll. Die Begriffe, die ich Ihnen heute vorstelle und die Fragen, die darüber ich versuche zu diskutieren, sowie auch die Begriffe, die in der ersten Sitzung dann im neuen Jahr von mir noch vorgestellt werden, beanspruchen keineswegs komplett alle Fragestellungen, alle Probleme, alle Kernbegriffe der sozialen Arbeit zu umfassen. Es ist eher ein Suchen im Heuhaufen, es ist ein Suchen nach einer Orientierung und letztendlich somit auch der Versuch, zumindest einige, wohlgemerkt einige Kernbegriffe als zentral zu markieren. In der heutigen Sitzung werden Sie konfrontiert mit vier Begriffen: Hilfe, Sozialisation, Bildung respektive Erziehung. Das sind im Kern, insbesondere wenn wir uns den Begriff der Hilfe ansehen, Begriffe und damit aufgerufene Zusammenhänge, die im Alltagshandeln vornehmlich gebraucht werden. Hilfe, helfen ist auf den ersten Blick nicht nur ein diffuser, nicht nur ein keineswegs wissenschaftlich klarer, eindeutig definierter Begriff, sondern mit Hilfe und mit Helfen wird etwas charakterisiert, das im Alltagshandlung in modernen, aber nicht nur in modernen Gesellschaften immer wieder zentral auftaucht. Gemeint ist mit Hilfe und mit dem Helfen die Bestimmung von sozialen Praktiken und Praktiken, die sowohl und nicht nur bei der Gestaltung von Alltag zur Herstellung von Zusammenhalt, zur Konstituierung von Miteinander verwendet werden, sondern aus einer sozialpädagogischen Perspektive wird mit Hilfe, mit sozialen, hilfeorientierten Dienstleistungen inzwischen auch ein Bereich beschrieben, der darauf orientiert, dass Hilfe, Unterstützen, Betreuen nicht nur im privaten, lebensweltlichen Zusammenhängen eine Bedeutung hat, sondern eben auch in professionellen Zusammenhängen. Helfen und Hilfe ist einer der zentralsten Begriffe
innerhalb der sozialen Arbeit. Es ist nicht nur einer der zentralsten, sondern es ist zudem möglicherweise auch der Begriff, der das, was soziale Arbeit herstellt und ausmacht, im Kern nicht am umfänglichsten zum einen, aber vielleicht auch am undeutlichsten zu beschreiben versucht. Anfang der 1970er Jahre hat der Soziologe Nicholas Luhmann in einer kleinen Schrift zur Soziologie des Helfens sich auseinandergesetzt mit der Frage, in welcher Form, in welchen Gesellschaften Hilfe und Helfen eine Bedeutung hatte und in welcher Form auf Hilfe selbst zurückgegriffen wurde. Niklas Luhmann hat den Begriff des Helfens und der Hilfe aus einer systemtheoretischen Perspektive beleuchtet. Seine Ausgangsbestimmung war, dass die Formen von Helfen und Hilfe sowohl in archaischen wie in hochkultivierten und insbesondere in modernen Gesellschaften in unterschiedlichsten Ausprägungen immer wieder anzutreffen war. In diesem kleinen, 15 Seiten umfassenden Aufsatz hat er versucht, für diese drei Gesellschaftsformationen, also für Urgesellschaften, für hochkultivierte Gesellschaften des Mittelalters und für moderne, jetzige Gesellschaften, den Begriff der Hilfe stärker zu bestimmen. In archaischen Gesellschaften, so hat er ausgeführt, war Hilfe bezogen auf die jeweiligen Formationen, insbesondere getragen davon, dass sie dann aktualisiert und im Alltag eine Bedeutung gewann, wenn eine Betroffenheit für eine Fragestellung, für eine Herausforderung vorliegt. Archaische Gesellschaften strukturierten sich als verwandtschaftliche, sehr kleinräumige, in sich selbst segmentäre Gesellschaften und zeigten eine sehr schwache Ausdifferenzierung. Das Zusammenleben fand statt in kleineren Gens, in familienähnlichen Wohngruppen und die Betroffenheit selbst in diesen Wohngemeinschaften war das bestimmende Element, um Hilfeleistungen aufzurufen. Getragen war diese Hilfe von eher magischen, religiösen Vorstellungen. Hilfe war daran gekoppelt, dass wenn ich über Betroffenheit ausgelöst den anderen meine Hilfe zukommen lasse, dass ich dann in entsprechenden ähnlichen Situationen, wo ich Hilfe beanspruchen kann oder Hilfe bedarf, ich selbst darauf hoffen kann, dass der andere, die anderen mir auch helfen. Hilfe war in archaischen Gesellschaften gebunden an die Reziprozitätserwartung, also an die Erwartung und an die Hoffnung, dass meine Familie, mein Umfeld in ähnlichen Situationen mir dann auch Hilfe zukommen lässt. Die Form der Hilfe, die in archaischen Gesellschaften aufgerufen wurde, war eine individuelle Hilfe, eine Hilfe von Mensch zu Mensch. Sie war bezogen auf den Einzelfall. Sie war immer unsicher, unsicher insofern, als dass sie nur dann aktiv wurde, wenn die jeweiligen Ressourcen auch zur Verfügung stand. Diese Formen der Hilfe veränderten sich im Mittelalter, also in Gesellschaften, die schon eine deutlich höhere Kulturform und andere Formen der gesellschaftlichen Differenzierung aufwiesen.
Die Form der Hilfe war in hochkultivierten Gesellschaften abhängig und gebunden und wurde darüber auch ausbuchstabiert, in welcher Form auf moralische Gemeinsamkeiten und auf religiös-ideologische Muster zurückgegriffen werden konnte. Diese Ideologie, diese moralischen, religiösen Vorstellungen waren getragen von dem Aspekt, dass Hilfe heute im Diesseits realisiert, demjenigen, der Hilfe gibt, belohnt wird im Jenseits. Die Hilfe war zwar auch noch darauf angewiesen und hoffte darauf, dass in entsprechenden Fällen, wo derjenige, diejenige die Hilfeleistung hervorbrachte, darauf hoffte, von den anderen die Hilfe empfangen, in vergleichbaren Situationen deren Hilfe auch beanspruchen zu können. Sie war aber im Wesentlichen getragen davon, dass die Hoffnung bestand und kultiviert wurde, dass heute artikulierte Hilfe und Hilfeleistungen, die derjenige bringt, im Diesseits, im Jenseits, also im Gottesreich, dann belohnt wurden. Hilfe war insofern zwar immer noch eine Leistung, die vornehmlich von Mensch zu Mensch hervorgebracht wurde, aber sie war eingelagert in die kulturellen und sozialen Gepflogenheiten der jeweiligen Gemeinschaften. Und sie wurde in den Gemeinschaften selbst gegenüber den Mitmenschen auch artikuliert. Sie war kollektiv, aber sie war zugleich situationsspezifisch, sie war bedingt verlässlich, aber sie war darüber hinaus moralisch verpflichtend. Wer Hilfe in Not anderen nicht anbot und auch umsetzte, der bestand oder setzte sich zumindest der Gefahr aus, in der Gemeinde an Ansehen zu verlieren. Die gute Tat selbst wurde in der Gemeinde und wie ausgeführt im Jenseits dann entsprechend dann auch belohnt. Diese Form der stark in den jeweiligen Gemeinschaften und Lebenswelten angesiedelten Hilfe, die differenziert sich in modernen Gesellschaften, wie wir in dieser Veranstaltung am Durchgang durch die Geschichte der sozialen Arbeit auch erfahren konnten, zunehmend weiter aus. Moderne Gesellschaften, das ist zumindest die Perspektive, die Niklas Luhmann stark macht, zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedliche Funktionssysteme ausweisen, dass sie sich gestalten über eine systemisch ausgefächerte Differenzierung. Mit diesem etwas kompliziert anmutenden Vokabular ist gemeint, dass in modernen Gesellschaften, in den Gemeinden, in den Lebenswelten nicht mehr alle Aufgaben von allen wahrgenommen und artikuliert werden. Die Rechtsprechung, religiöse Instanzen, handwerkliche Fertigkeiten, medizinische Leistungen und eben auch Formen, die als soziale Arbeit bezeichnet werden, lagern sich aus den lebensweltlichen Zusammenhängen aus und werden eigene Systeme. Das Heilen wird spezialisiert und der Medizin übertragen, die Rechtsprechung wird der Juristerei übertragen und ein Großteil
der alterspraktischen Hilfeleistungen werden der sozialen Arbeit übertragen. Sie werden ausgelagert, nicht etwa, weil die Menschen mit diesen jeweiligen Leistungen nichts mehr zu tun haben wollen, sondern weil die Ausdifferenzierung und die Komplexität gesellschaftlicher Formationen so zugenommen hat, dass einzelne kleinere gemeinschaftliche, lebensweltliche Institutionen und Systeme mit der Ausübung von Recht, von Theologie, von Medizin und eben auch von sozialer Arbeit überfordert sind. Diese Auslagerung hat für die Kontur und für die Aktivierung einer Kultur des Helfens bedeutsame Konsequenzen. Hilfe ist jetzt nicht mehr alleinig an Moral und Ideologie oder an Betroffenheit gebunden. Hilfe findet sich wieder in soziale Programmatiken. Hilfe findet sich wieder in Gesetze. Hilfe findet sich wieder in Programme. Hilfe findet sich aufgehoben in Verständigungsformen, die auch beispielsweise in Konzepten und politischen Programmen niedergeschrieben werden. Insgesamt wird Hilfe in modernen Gesellschaften, so die Argumentation von Niklas Luhmann, ein eigenständiges Funktionssystem, das dazu beiträgt, gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen, Anerkennungsstrukturen anzubieten und darüber hinaus auch Teilnahme- und Teilhabemöglichkeiten an den gesellschaftlichen Ressourcen bereitstellt. Diese Auslagerung und im Grunde die Herstellung eines eigenen Systems von materiellen und sozialen Hilfeleistungen führt letztendlich auch dazu, dass Personal vorgehalten wird in modernen Gesellschaften, Personal, das die jeweiligen Hilfeleistungen als Erwerbstätige auch gegenüber denjenigen hervorbringen, die auf Hilfe angewiesen sind. Hilfe wird damit abgekoppelt von der jeweils im Grunde ja auch von uns immer erhofften Erwartung, dass wenn ich Hilfe artikuliere, ich auch erwarte, dass der andere mir Hilfe zur Verfügung stellt, wenn ich selbst Hilfe bedarf. Diese Verbindung, wenn ich dir, so du mir, hat in modernen Gesellschaften in Bezug auf Hilfe keine durchgehende Bedeutung und Relevanz mehr. Hilfe wird zu einem universellen, in der Gesellschaft vorgehaltenen, eigenständigen, professionellen Sozialsystem ausbuchstabiert, das sich wiederfindet in der Form, dass nicht mehr der Mensch dem Menschen hilft, obwohl das in der Praxis genau das ist, was wir beobachten, sondern dass aus einer systemischen Perspektive gesellschaftliche Institutionen diejenigen sind, die die jeweilige Hilfe Situation einzelfallbezogen, gemeinwesenbezogen auch artikulieren. Hilfe wird zeitlich universell und, wenn wir von neoliberalen Unterwanderungen und Aushöhlungen einmal absehen, über die ich ja in der vorvergangenen Woche sprach, dann können wir davon ausgehen, dass uns insgesamt dann, wenn wir Hilfe benötigen, diese in modernen Gesellschaften auch zur Verfügung gestellt wird, respektive angeboten wird. Wir können darauf vertrauen und wir leben in der Sicherheit, dass Hilfe da, wo wir sie für nötig erachten
und wo wir sie benötigen, auch zur Verfügung steht. Dieser Blick auf die Geschichte des Helfens und der Hilfe illustriert, zumindest aus meiner Perspektive, relativ deutlich den Funktionswandel, den Hilfe in den zurückliegenden 4,5, 5 und mehr tausend Jahren durchlaufen hat. Die moderne Form von Hilfe, auf die wir gegenwärtig vertrauen können, diese moderne Form von Hilfe, also eine Hilfe in modernen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaften mit einem hohen Grad an Verlässlichkeit, auf die können wir erst seit gut 120 Jahren in der heute uns bekannten oder vergleichbaren Form zurückblicken. Menschen in anderen Gesellschaftsformationen als in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft konnten auf diese Form der Hilfe in einer heute vergleichbaren Art und Weise nicht vertrauen. Die Diskussion um Hilfe als eine Urkategorie beschäftigt seit gut 50, 60 Jahren diejenigen, die sich mit Fragen von sozialer Arbeit beschäftigen. Festgestellt wird, und ich habe dies ja eben auch schon erwähnt, dass im Grunde die Hilfe eine Urform des menschlichen Handelns darstellt. Einer der ersten, die sich mit Hilfe beschäftigten, war der Sozialökonom Hans Schärpner, der darüber hinaus auch schon in den 20er und dann in den 50er Jahren eine Professur für Rechtswissenschaft und soziale Fragen und Ökonomie innehatte. Er stellt fest, der objektive Sinn eines Hilfeaktes ist also bestimmt von der gesellschaftlichen Situation, in der es geschieht. Auch da, wo der Mensch aus rein persönlichen Motiven und Antrieben zu handeln scheint und auch vielleicht zu handeln meint, betätigt er sich zwar nicht ausdrücklich als Beauftragter der gesellschaftlichen Einheit, wohl aber aus der Tatsache, den Glaubenshaltungen dieses bestimmten Gesellschaftsbildes aus dessen Glied er ist. Hier soll aus der Tatsache, dass die Hilfe eine Urform des gesellschaftlichen Lebens ist, vorläufig nur die eine Folgerung gezogen werden. Wer hilfebedürftig ist, wer als hilfebedürftig gilt, welche Ziele die Hilfe erhält, das alles bestimmt nicht der einzelne Helfende allein, sondern das ist bedingt durch die Anschauung der Gesellschaft, in der Helfer und Hilfeempfänger zusammenleben. Diese Bestimmung fasst das, was ich eben aus einer systemtheoretischen Perspektive für Hilfe versucht habe vorzustellen, nochmals zusammen. Hilfe und Helfen in modernen Gesellschaften ist eben nicht davon abhängig, welche persönlichen Motive und Beweggründe die Einzelnen, die meinen, helfen zu können und helfen zu wollen, hervorbringen, sondern Helfen und Hilfe ist in modernen Gesellschaften abhängig davon, welche Aufgabe und welchen Konsens innerhalb der Gesellschaft erzielt wurden, um Hilfeleistungen insgesamt anzubieten. Helfen und Hilfe, darauf weist Schärpner in einer etwas verklausulierten Form hin, ist in modernen Gesellschaften eine Form geworden, die in der Gesellschaft selbst vorgefunden und vorgehalten wird. Wie Hilfe, in welcher Form, unter welchen Bedingungen,
bereitgestellt wird, darüber entscheiden gesellschaftliche Diskussionen und nicht der Einzelne. Das ist die Botschaft, die in dieser Feststellung von Schärpner vorgetragen wird. Er ergänzt diese Perspektive um eine Bestimmung dessen, was er als Fürsorge bezeichnet. Für Schärpner war nicht der Hilfebegriff zentral, sondern im Kern ging es ihm um die Entwicklung von Fürsorge. Fürsorge aus der Gemeinschaft heraus als ein Akt der Mitmenschlichkeit gegenüber den anderen, die zudem und darüber hinaus von der Gesellschaft selbst initiiert wird. Diese Form der Fürsorge und der Hervorbringung von Fürsorge war bei Schärpner noch stark gekoppelt an Prinzipien, die in den 1960er und 1970er Jahren in der Form nicht mehr durchgängig als ein Konsens im Hintergrund für die Vorhaltung von Hilfe insgesamt akzeptiert wurden. Bei Schärpner war es auch stark noch so, dass Hilfe und Helfen verstanden wurde in dem Paradigma von Fördern und Fördern. Also in einem Prinzip, das gegenwärtig stark auch wieder als zentral in den hilfebezogenen Debatten herausgestellt wird. Modernere, aktuellere Facetten von Hilfe und die entsprechenden Diskussionen beschreiben dann Hilfe in modernen Gesellschaften als eine ausdifferenzierte, professionelle und beruflich kontextualisierte Angebotsform, als ein zweckorientiertes, personen- und sachangemessenes, auf soziale Diagnosen und Begutachtungen basierendes, methodisch grundgelegtes und situativ angemessenes Handeln. Helfen in dieser Ausbuchstabierung ist ganz deutlich gerahmt und kontextualisiert als eine professionelle, fachlich ausbuchstabierte, in einer bestimmten Berufsform, nämlich der sozialen Arbeit, vorgehaltenen gesellschaftlichen Ressource. Diese Form und diese Varianten des Helfens, die werden im Zuge von zweckrational an ökonomischen Kriterien orientierten Diskussionen gegenwärtig wieder zurückgefahren. Erstens. Und zweitens, sie werden insofern in Frage gestellt, als das nochmals überlegt wird, ob nicht die Fürsorglichkeit, die Schärpner aufgerufen hat, eine Form ist, die im Grunde das Menschliche von Hilfe selbst artikuliert und mehr noch, ob nicht über die zweckrationale, verberuflichte, vielleicht auch professionelle Angebotsform von Helfen und Hilfen das rein Menschliche und Humane von Hilfeleistungen selbst ausgehöhlt wird und zu einem reinen Konsumartikel bestimmt wird. Diese Diskussion nochmals um den Charakter, um die Sozialität und die Kultur von Hilfe findet sich vornehmlich in feministisch kontextualisierten Debatten wieder, die unter dem Stichwort Care, Sorge oder auch Fürsorge sich etablieren. Diese neueren, jüngeren Debatten zeigen sich insbesondere und machen sich daran fest, beziehen sich darauf, dass eine
jüngere Sensibilität wahrzunehmen ist für gesundheitsbezogene, palliativ- und alltagsbezogene Fragen von Pflege, auch im Kontext der sozialen Arbeit. Die Beobachtung, dass im Gesundheits- und gesundheitsorientierten Pflegebereich, dass in der Hospiz- und Palliativmedizin, insbesondere aber auch in der alltagsbezogenen Pflege, Hilfe eine ganz andere Mixtur und Zugänglichkeit bedarf als im Zusammenhang mit Fragen der problemorientierten, auf Armut beispielsweise oder mit Fragen des Kinderschutzes beschäftigten Form der sozialen Arbeit. Was aufgerufen wird, ist hier, ob nicht diese Form der Hilfe weniger berufsorientiert, mehr auch wieder in den Gemeinwesen eingelagert, anzutreffen und zu forcieren ist. Sowohl aus einer unter ökonomischen Gesichtspunkten geführten Diskussion, wie aber auch aus einer Diskussion, die stark auf die Menschlichkeit von sozialer Arbeit und auf ethische Fragen orientiert, wird diskutiert, ob Pflegeleistungen selbst durchgängig und wenn, in welcher Form über berufliche Angebote insgesamt abzudecken sind. Thematisiert wird damit und angeknüpft wird damit an eine Neubetrachtung des Verhältnisses der erwerbsbezogenen, der familiengebundenen Sorgearbeit in modernen Gesellschaften. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang Gerechtigkeitsvorstellung in der Herstellung von Ordnungen zwischen den Geschlechtern. Und hier wird insbesondere darauf verwiesen, dass Pflegeleistungen, wenn sie nicht beruflich und zumeist auch wenn sie beruflich ausgeführt werden, immer noch von Frauen geleistet werden. Es wird kritisch darüber nachgedacht, ob nämlich inwieweit und ob die bürgerlich bekannten Formen der normalen Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft zwischen den Geschlechtern nicht dazu anregen sollten, andere Formen auch der Hilfe, des Cares und der Pflege bereitzustellen und wir damit auch andere Entlohnungssysteme ermöglichen sollten, um Teilhabe und Anerkennung und die Herstellung von Zugehörigkeit über Care, über Hilfe und Pflege zu gewährleisten. Diese vielleicht noch sehr abstrakt formulierten Überlegungen knüpfen ganz aktuell an Fragen an, wie wir sie im Kontext der sozialen Altenarbeit antreffen, insbesondere wenn es darum geht, wer alte Menschen an welchem Ort, über welche Zeitdauer, mit welchen Kosten und mit welchen Entlohnungen leistet. Also ist es weiterhin so, dass eine moderne Gesellschaft es sich erlauben kann, dass diese Leistungen vornehmlich, zumindest dann, wenn sie unentgeltlich erfolgen, weiterhin allein den Frauen übertragen können. Hilfe, Care, Fürsorge und darauf zielten diese Anmerkungen ab, berühren und betreffen auch immer ein Nachdenken darüber, in welcher Form die Geschlechterverhältnisse und die Ordnung der Geschlechter und die Ordnung der Generation untereinander in modernen Gesellschaften gestaltet wird. Und das Nachdenken darüber ist auch eine Verpflichtung, insofern als dass eine gerechtere Verteilung auch dieser Aufgaben vielleicht für
und zwischen den Geschlechtern wünschenswert erscheint. Hilfe, und dazu sollen die nachfolgenden Ausführungen dienen. Hilfe ist ein zentraler Aspekt, also weiterhin sowohl der Leistung außerhalb von beruflichen Kontexten, insbesondere aber auch innerhalb beruflicher Kontexte. In einem Forschungsprojekt mit dem Titel Brüche und Unsicherheiten in der sozialpädagogischen Praxis, kurz USOPRAX, beschäftigten wir uns über 3 Jahre hinweg mit der Frage, in welcher Form in Familien Formen von Gewalt von den beruflich engagierten Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen wahrgenommen werden, wie darauf reagiert wird, wie Gewalt selbst thematisiert wird, respektive möglicherweise auch dramatisiert wird, beziehungsweise ausgeblendet und im Grunde kaschiert und eben als nicht existent klassifiziert wird. Mit dieser Fragestellung wurde in dem Projekt forschend insofern umgegangen, als dass dem die Beobachtung zugrunde lag, dass an zunehmend mehr Orten Formen der gewaltsamen Verletzung der Integrität von Kindern auch mit Todesfolge öffentlich wurden. Die Fälle, einige von Ihnen können sich vielleicht daran erinnern, von Kevin in Bremen, die Fälle von Lea Sophie in Schwerin, dann Fälle in Osnabrück, in Saarbrücken und zuletzt 3 Fälle in Hamburg weisen darauf hin, dass Formen der Vernachlässigung, der Autonomieverletzung von weiblicher, männlicher, insbesondere aber von Kindern in Familien weiterhin auf der Tagesordnung anzutreffen ist. In dem Projekt interessierten wir uns also dafür, ob und in welcher Form Sozialarbeiterinnen in Familien mit Anzeigen und mit dem Verdacht von Gewalt umzugehen vermögen und welche Form der Hilfe sie selbst den Familien anbieten. Unsere Annahme war, dass es da möglicherweise ein durchgängiges Muster gibt, wie in den Familien reagiert wird. Das konnten wir in dem Projekt nicht erkennen. Erkennen konnten wir aber 8 unterschiedliche Formen, über die in den jeweiligen Familien Hilfe selbst angeboten und entfaltet wurde. Wir konnten ein erstes Muster erkennen, das kann man beschreiben, wie Sie auch erkennen können, mit menschlich handeln und Kontakt herstellen. Die Sozialpädagogen, die diesen Typus hervorbrachten, operierten vornehmlich mit alltagsweltlichen Vorstellungen und ihnen ging es darum, Zugänge zu der jeweiligen Familie herzustellen, um dann agieren zu können. Ein zweites Muster der Entfaltung und Begründung von Hilfe, das wir fanden, haben wir beschrieben mit den Worten Tasten und Ruder herumreißen. Sozialpädagoginnen in der Familie, die diesem Typus nahestanden, die haben sich langsam an die Familienkonstellation und Dynamiken herangetastet. Sie haben im Grunde auch vieles lediglich beobachtet, um dann an bestimmten Punkten, wo es ihnen in Anführungsstriche zu viel war, sie zu dem Ergebnis kamen, hier muss das Ruder herumgerissen werden. Ein drittes Muster orientierte darauf, dass
immer wieder in den Familien Beratung angeboten wurde und die Prozesse in der Familie begleitet wurden. Ein viertes Muster, das experimentierte in den Familien und es ging ihnen darum, bestimmte Angebote so anzubieten, dass die Familien selbst auch dann aus den jeweiligen Vorschlägen anzeigen konnten, dass sie bereit sind, sich auch zu verändern im Sinne der jeweiligen Vorbringung. Hervorgebracht werden sollten hier Lernprozesse. Ein fünftes Muster war schon zurückhaltender, weniger interventionsbezogen. Es ging hier darum, es sollte ermittelt werden und dann sollte die Familie geführt werden. Dieses Führen und Ermitteln, also im Grunde eine kriminalistische Herangehensweise, die zeigt fachlich deutlichere Formen bei einem Typus von sozialpädagogischen Handeln, das wir als Diagnostizieren und Bewegen bezeichnet haben. Dieses findet dann noch eine deutlichere Kontur in dem Muster Abklären und dann den Fall verwalten und in dem Muster über begründetes Wissen und Prophezeien den Fall zu strukturieren. Insgesamt, und das war die etwas enttäuschende Erkenntnis in diesem Projekt, zeigen diese acht Muster nicht durchgängig eine berufliche, auf sozialpädagogischem Wissen basierende Handlungsweise im Umgang mit der Entfaltung von Hilfe. Vornehmlich, so mussten wir in dem Projekt feststellen, durchzogen und durchziehen diese acht Handlungsmuster alterspraktische, über eigene Lebenserfahrung begründete Form der Entfaltung und Entwicklung von Hilfe in Familien. Wenn wir das zusammenfassen, so kann man sagen, dass diese acht Praxismuster des Helfens sehr differente Bezugspunkte zu professionellem Wissen und zu professionellem Handeln anzeigen. Diese ernüchternde Erkenntnis wird über zwei weitere Befunde nochmals abgefedert. Zweitens haben wir in dem Projekt erfahren müssen, dass entgegen der Vorgaben, die im Gesetz stehen, in § 35 des Kinder- und Jugendwohlfahrtsgesetzes wird festgehalten, dass zur Entwicklung von Hilfe in Familien die Perspektiven der Betroffenen, der Eltern, der Kinder jeweils zu berücksichtigen sind und diese auch einzubeziehen sind. Entgegen dieser rechtlichen Rahmung von Hilfeangeboten in Familien mussten wir feststellen, dass nicht durchgängig die Eltern und wenn dann zumeist noch die Mutter, aber kaum die Kinder als eigenständige Subjekte in den jeweiligen Familien wahrgenommen bzw. angesprochen und damit ihre Meinungen auch berücksichtigt wurden. Mehr noch, gerade bei dem Muster, wenn Sie sich erinnern, Prophezeien und auch bei dem Muster Diagnostizieren und dahinter steht, ich weiß immer schon, was passiert, schimmert durch, dass die Sozialpädagoginnen in den familialen Kontexten vornehmlich davon ausgingen, dass sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung schon wissen, was gut für die Familie ist. Nur selten konnten wir erkennen, dass unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Familienleben gestaltet werden sollte, in den Diagnosen
und in den Hilfeangeboten der Sozialarbeiterin Berücksichtigung fanden. Und drittens, diese Erkenntnis schließt daran an, konnten wir erkennen, dass eine sozialpädagogische Begutachtung und Expertise eigenständiger Art nur relativ selten entwickelt wurde. Da, wo es schwierig wurde, da, wo keine Eindeutigkeiten festzustellen waren in Bezug auf Gewaltanwendung, in Bezug auf Umgangsweisen zwischen den Eltern, in Bezug auf die Interaktion und Intervention gegenüber den Kindern. Da, wo die Situation selbst unklar war, da vertrauten die Sozialarbeiterinnen nicht darauf, dass sie diese Familie weiter beobachteten, um zu einer entsprechenden sozialpädagogischen Diagnose zu kommen, sondern sie beauftragten externe Personen, sich diese Familie doch, wie es dann so schön heißt, näher anzusehen. Diese externen, die herangezogen wurden und werden, sind Psychologen in Familien- und Erziehungsberatungsstellen, es sind Juristen in den jeweiligen Familiengerichten, es sind aber beispielsweise auch Hebammen oder beispielsweise Schuldnerberatungsstellen. Aus Angst, etwas falsch zu machen und damit möglicherweise auch der oder diejenige zu sein, die verantwortlich sind für massive Verletzungen von Kindeswohl in den Familien, flüchteten viele Sozialarbeiterinnen in den von uns untersuchten Fällen darin, dass sie die eigenständige Expertise externalisierten und sich damit von Verantwortung auch entkoppelten. Dahinter steht ein Professionsverständnis, das nicht nur diffus ist, sondern das möglicherweise auch wenig eigenständig und professionell ist. Anstatt darauf zu vertrauen, dass ein klug ausbuchstabierter sozialpädagogischer Blick in der Lage ist, die Dramatik, die Anarchie, die Unzulänglichkeiten, aber auch die Kompetenzen in familialen Kontexten zu erkennen, dass aufgrund der Befragung von Kindern, von Eltern und von anderen Personen, aufgrund von Beobachtungen eine verantwortliche, souveräne, vielleicht sogar kluge und gute Entscheidung für Hilfeangebote getroffen werden können, wird die Entscheidung darüber, was angebracht und notwendig ist, an Personen übertragen, denen zumindest die Einblicke in den Alltag von Familien in den jeweiligen Fällen nicht umfänglich möglich sind. Das ist im Grunde eine Form von Deprofessionalisierung, wie wir sie in Bezug auf Formen der Familienarbeit und der dort anzutreffenden Verletzung von Kinderinteressen, von Kindeswohlgefährdungen wir wahrnehmen konnten. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Begriff, der im Kern über meine letzten Schilderungen auch schon mit aufgerufen wurde. Es ist der Begriff der Sozialisation. Sozialisation meint im Kern, es geht darum, wie Kinder, wie Jugendliche in modernen Gesellschaften aufwachsen. Sozialisation ist vornehmlich, wenn wir uns die entsprechende entwicklungspsychologische, insbesondere aber soziologische Literatur ansehen, der Begriff dafür, der die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch inzwischen
die Gestaltungsform von Erwachsenen in ihrem jeweiligen Umfeld und die Möglichkeiten der noch gegebenen Entwicklung beschreiben kann. Sozialisation meint einerseits Prozesse, wie Menschen in modernen Gesellschaften sich in gesellschaftliche Strukturen, in gesellschaftliche Bedingungen, in die Kulturen des Gesellschaften einfinden. Und er meint zum Zweiten ganz konkret zu beschreiben, wie Menschen als besonderes Wesen, als Einzelner ihre Entwicklung gestalten. Diese beiden Orientierungen, die mit Sozialisation ausgedrückt werden, nämlich zum einen den Einzelnen als ein gesellschaftsfähiges Subjekt zu verstehen und zugleich den Einzelnen als etwas Besonderes zu bezeichnen, das wird über den Begriff der Sozialisation ausgedrückt. Erwin Goffman, einer der bekannteren amerikanischen Soziologen, fasst das zusammen in einer sehr kurzen Formulierung. Sozialisation heißt, zu werden wie jeder andere. Und in dieser Formulierung schwingt der Vergesellschaftungsaspekt mit und heißt zum anderen und zugleich zu werden wie kein anderer. Das ist im Grunde das Projekt, das bei Ihnen jeden Tag auf der Tagesordnung steht, etwas Besonderes zu sein, nicht zu sein wie jeder andere und als etwas Besonderes auch erkannt und angesprochen zu werden und trotzdem so zu sein wie alle anderen, um nicht in einer negativen Form aufzufallen. Zu sein wie alle anderen und zugleich und darüber hinaus zu werden wie kein anderer, das ist das Projekt, das mit dem Begriff der Sozialisation umschrieben wird. Sozialisation findet nicht statt und realisiert sich nicht unter den Bedingungen, jeder kann diese Phase des Sozialisierens gestalten, wie er möchte, sondern Sozialisation wird gerahmt durch unterschiedliche Instanzen. Als Sozialisationsinstanzen können wir uns merken, sind zu erkennen die Familie und die Verwandtschaftsnetzwerke, die Medien, das Sozial- und Bildungssystem. Zu erkennen sind sozialpädagogische Institutionen, Vereine und Verbände, Peergroups und soziale Netzwerke. Diese Instanzen der Sozialisation, die rahmen und bestimmen und werden bestimmt durch diejenigen, die Sozialisationsprozesse durchlaufen. Sozialisation aus einer anderen Perspektive lässt sich damit beschreiben als ein Prozess der Entstehung und Entwicklung von Persönlichkeit, und zwar in Abhängigkeit von den gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelten. Vorrangig thematisch ist dabei die Frage, wie der Mensch sich zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet. Diese sozialen und materiellen Umwelten, damit ist gemeint im Kern das, was vorher als Sozialisationsinstanzen bezeichnet wurde. Die Entstehung und Entwicklung von Persönlichkeit,
Damit ist gemeint, dass eine Entwicklung im Kontext der je gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen auch beachtet und zu beachten hat, in welcher Form die zur Verfügung stehenden biologischen Ressourcen selbst Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Ziel von Sozialisation ist immer, und das ist auch das Streben jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, handlungsfähig zu werden, Autonomie, Eigenständigkeit zu erlangen, um eben auch als der, die Besondere wahrgenommen zu werden. Die schon zuvor genannten Geulen und Hurlmann haben die Prozesse der Sozialisation in diesem Schema versucht darzustellen. Im Kern haben sie damit vier Ebenen genannt, die bedeutsam sind für Sozialisationsmöglichkeiten. Zum einen haben sie gesagt und schildern sie, beschreiben sie in der Tabelle, dass ökonomische, kulturelle und politische, wie aber auch soziale Strukturen verantwortlich sind dafür, in welcher Form einzelne Individuen ihre Möglichkeiten nutzen können. Zweitens führen sie auf, dass darüber hinaus Systeme, Bildungs- und Sozialangebote, aber auch Dienstleistungs- und Industrieunternehmen und im Kern auch und nicht unwesentlich Medien mitbestimmen und Gestaltungsmöglichkeiten für Sozialisationsprozesse zur Verfügung stellen. Institutionen sind in dieser Form eben auch die Angebote der sozialen Arbeit. Innerhalb der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, in Kindertageseinrichtungen, aber auch in den familienbezogenen Angeboten sind jeweils Institutionen zu erkennen, die wesentlich auch strukturell die Sozialisationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Möglich werden diese strukturellen Rahmungen der Sozialisation erst und aktuell über Kommunikation, über die Herstellung von Beziehungen und über soziale Netzwerke. Sozialisation kristallisiert sich wesentlich über diese Form der Kommunikation heraus. Das Wirken von Institutionen, das Wirken gesellschaftlicher Strukturen artikuliert sich immer über Inbeziehungssetzung und die Herstellung von Kommunikation, Beziehung und soziale Netzwerke. Die schafft das, was ich zu Beginn zu diesem Stichwort als Vergesellschaftung bezeichnet habe. Ausgangs- und Endpunkt von Sozialisationsprozessen ist das Subjekt. Über Sozialisation entstehen Deutungs- und Erfahrungsmuster, also das, was wir denken, was wir meinen, was wir artikulieren, wie wir uns selber sehen und die Welt verstehen. Über Sozialisation wird das zur Verfügung gestellt, was wir bezeichnen können als Wissen und Können. Und über Sozialisation wird auch wachgerufen, verdrängt oder eben auch möglich hervorgerufen werden psychische, innerpsychische, kognitive Kompetenzen und Dispositionen. Das ist im Grunde das, was im Kern in Sozialisation, während der Sozialisation abläuft. Effekte von Sozialisation zeigen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Sozialisation grundiert im Grunde das, was wir meinen, was Bildung ausmacht. Im Kern geht es innerhalb der Sozialisation um das Erlernen von zumindest sechs wesentlichen Kompetenzen.
Kompetenz meint dabei immer das Zusammenfügen von Wissen, von Deuten und von Können. Von Kompetenz kann man schlicht formuliert immer dann sprechen, wenn etwas nicht nur gewusst, sondern darüber hinaus auch gekonnt wird. Sozialisation wünscht und adressiert und hofft darauf, dass sich kognitive Kompetenzen, sprachliche, emotionale, moralische und politische Kompetenzen wie auch die Kompetenz zwischen Geschlechterrollen zu differenzieren entscheiden können. Wenn wir über Sozialisation reden, so kann man im Grunde sagen, dass Sozialisation nicht in allen Perspektiven, unter allen Gesichtspunkten immer gleich verstanden wird. Der Soziologe Durkheim beispielsweise verstand Sozialisation als eine Form der Reproduktion des jeweils schon Vorhandenen. Für Durkheim ging es während der Sozialisation also darum, das jeweils Bestehende der neuen Generation zur Verfügung zu stellen. Für den Soziologen Parson ging es im Gegensatz dazu, und so fasste er Sozialisation auch auf, dass im Prozess der Sozialisation es nicht vornehmlich darum geht, das Vergangene zum Gegenwärtigen werden zu lassen, es auch nicht darum geht, dass Subjektivität und Identität sich herausbildet, sondern Parsons orientierte darauf und verstand so auch Sozialisation als das Einüben von bestimmten Rollen. Er stellte in der Sozialisation, in seiner Sozialisationstheorie heraus, dass das Erlernen von Rollen, das Einüben von bestimmten Rollen eine Kernaufgabe von Sozialisation darstellt. Daran schloss der Soziologe Mead an, indem er aber etwas differenzierter ausführte, dass im Grunde Sozialisation sich über symbolische Interaktion artikuliert, die darin besteht, dass ich im Zuge der Sozialisation lerne, zwischen mir und dem anderen zu differenzieren, dass ich lerne, meine eigenen Positionen dem anderen und meine Haltung auch mitzuteilen und dass ich darauf abzuzielen erlerne, dass Kommunikation mit anderen im umfänglichen Sinne erst dann möglich ist, wenn ich zumindest gemeinsame Bezugs- und Ansatzpunkte herstelle, um überhaupt Interaktion ermöglichen zu können. Jürgen Habermas, ein deutscher Philosoph, Sozialwissenschaftler, der nahm diese Theorien, die ich bisher angeschnitten habe, auf und führte aus, im Kern geht es natürlich darum, Fähigkeiten zu erlangen, in Gesellschaften Rollen zu übernehmen. Im Kern geht es natürlich auch darum, dass das jeweils Bestehende, die Tradition in Kultur und in Gesellschaft, im Sozialen sich auch erneuern, also das Traditionelle auch erkannt wird. Und es geht natürlich auch darum zu erkennen, was der andere möchte und nach Möglichkeit auch Konsens herzustellen. Er führte aus, wenn das alles Aufgabe von Sozialisation ist, dann stehen moderne Menschen vor der Herausforderung, so etwas wie Ich-Identität herzustellen. Und diese auch als Ziel von Sozialisation zu verstehen. Identität
als eine zentrale Kategorie von Sozialisation findet sich bei dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu in dem Begriff der Habitualisierung wieder. Bourdieu fasst mit dem Begriff des Habitus eine spezifische Konstellation von Identität, fügt aber hinzu, und das begründet auch die Differenz zur Identität, dass der Habitus sich jeweils herausbildet, nicht in freier Gestaltung, sondern in Bezug auf die jeweilige gesellschaftliche Lage, in der Sozialisation stattfindet. Bourdieu legt nahe und hat auch entsprechende empirische Studien vorgelegt, dass in unterschiedlichen sozialen Milieus Menschen einen unterschiedlichen Habitus herausbilden und dass dieser Habitus nicht frei gestaltet werden kann, sondern die Abhängigkeit zum Herkunftsmilieu derartig stark ist, dass diese Abhängigkeit wie Spielen in den Händen, so führt er aus, in die Körper der sozialisierenden Subjekte eingebrannt wird. Und er führt aus, dass diese Konturen des Herkunftsmilieus, der Klasse vielleicht sogar, dass die zudem über die Form, wie Menschen auf diese jeweiligen Ressourcen zurückgreifen, diese auch wiederum gestalten. Habitus, das ist bei Bourdieu die Kategorie, die im Verlauf der Habilitation, die im Verlauf der Sozialisation Menschen als ihr eigenes herausformen, als das, was sie dann ihr Leben lang auch als Kontur, als ihr Profil in der Gesellschaft wiedergeben. Mit dem Begriff der Sozialisation haben wir im Kern zwei Begriffe schon thematisiert, die dennoch eigenständig an unterschiedlichsten Stellen immer wieder erwähnt finden. Bezug genommen habe ich neben auf den Begriff der Kompetenz, ich glaube Bildung erwähnte ich auch, insbesondere auf Entwicklung und Erziehung. Wenn Sie in entsprechende Lehrbücher schauen, so werden Sie häufig finden, dass Entwicklung und Sozialisation in eins gesetzt werden. Ich plädiere dafür, dass zwischen Sozialisation und Entwicklung doch eine Differenz wahrzunehmen ist, eine Differenz, die sich darin zeigt, dass Entwicklung vornehmlich über die Psychologie als etwas beschrieben wird, das die einzelne Persönlichkeit selbst auszeichnet und dass die Entwicklung von einzelnen Personen im Verlauf des Durchganges durch die Biografie auszeichnet, also im Kern, wie der Begriff selbst auch schon sagt, damit beschrieben wird, wie sich der Mensch eben im Verlauf des Ganges durch das Leben entwickelt. Der klassische Begriff von Entwicklung verzichtet weitestgehend darauf, gesellschaftliche, institutionelle, interaktive Komponenten für die Bestimmung dessen, was im Prozess der Entwicklung möglich ist, heranzuziehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der Erziehung. Erziehung ist immer auch eingebunden in Sozialisation. Erziehung markiert einen wesentlichen Teil von Sozialisation. Erziehung, wie Sie hier auch lesen können, ist die Gesamtheit aller wirklichen Bedingungen,
der Persönlichkeitsgenese und beschränkt sich nicht nur auf ein Verhältnis zwischen Erzieher und Zögling. In der erziehungswissenschaftlichen, auch sozialpädagogischen Diskussion ist der Begriff der Erziehung, wenn man nämlich intentionale und funktionale Erziehungsprozesse mit berücksichtigt, etwas Ähnliches wie der Begriff der Sozialisation. Mit intentional ist gemeint die bewusste Erziehung, die bewusste Bildung des jeweils anderen, der Kinder und Jugendlichen. Und mit funktional ist gemeint, dass Medien, gesellschaftliche Strukturen, die Verhältnisse, Kommunikationsformen im Hintergrund Prozesse der Erziehung immer ermöglichen, vielleicht sogar wesentlich bestimmen. Als Merkposten, und damit schließe ich dann die heutige Sitzung, kann man festhalten, Sozialisation ist zur Charakterisierung von menschlicher Entwicklung im Kern ein soziologischer, sozialwissenschaftlicher Terminus. Es ist wahrscheinlich der Begriff, der Prozesse von Entwicklung, Kompetenzaneignung, Erziehung und Bildung am umfassendsten charakterisiert. Entwicklung ist der Begriff, der etwas Ähnliches meint zu beschreiben, der aber wesentlich sich auf die individuelle Gestaltung des menschlichen Werdens orientiert und insbesondere stark und kräftig in der Psychologie als Beschreibungsfolie herangezogen wird. Und Erziehung letztendlich, zumindest wenn wir funktional und intentionale Formen von Erziehung mitbeachten, ist der erziehungswissenschaftliche Begriff für das, was in der Soziologie Sozialisation, in der Psychologie Entwicklung beschrieben wird. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, angenehme, fröhliche Fest- und Feiertage, einen Übergang ins neue Jahr, der Sie wohl stimmt. Und ich hoffe, Sie erreichen ihn auch alle fröhlich und bewusst. Und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns im neuen Semester wieder. Recht herzlichen Dank. Die Evaluationsbögen, es wäre nett, wäre diejenigen, die noch einen ausgefüllt haben, wenn Sie diesen vielleicht noch runterbringen würden. 540.